Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute, wie ihr seht, von der neuen Kulisse, ausnahmsweise, weil mein Schreibtisch momentan mit einem anderen Projekt zugebaut ist, was ich euch noch nicht zeigen kann. Aber ich wollte euch mal ein Projekt zeigen, woran ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr mit Pausen arbeite. Auf den Sonntag, statt einem Carvlog. Eigentlich hätte ich einen Carvlog gemacht heute. Aber da ich sowieso am Sonntag auf dem Herbstfest bin und den Unimog mitnehme und das Projekt, jetzt habe ich erraten, es ist ein Unimog, wer hat es auch nicht erraten, da ausfahre, seht ihr das sowieso im Video. Ist halt so. So, ich mache jetzt mal einen Kameraturn und dann zeige ich euch mal, was ich da gebastelt habe. Ich zeige euch mal einen kleinen Spoiler. Go. Ein dreiachsiger Unimog, ja, innen auch blau, in der Thrombus Edition. Da 6x6. So, ihr seht schon hier, er ist nicht perfekt. Aber kommen wir jetzt mal zu den technischen Facts hier. Was haben wir hier? Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das hier von Carson oder Dicky nie gebaut wurde. Wobei ich nicht verstehe, warum. Ich finde, das steht im Auto. Also, was haben wir hier? Ich nehme die Hütte da. Ich nehme das Ding mal für ab. So. Ich tue es mal kurz weg. Also, Moment. Bis zu diesem Punkt hier war es mal ein Dicky, einer der letzten Generationen mit dem Einganggetriebe. Ganz wichtig. Warum? Denn hier hinten die Achse. Ups, ist egal jetzt. Ist Carson hinterer 4x2. Das heißt, ich habe hier abgetrennt. Das Original 4x4. Alter, Blaulichteinsatz. Ah, egal. Hab dann hier dann ein Carson-Heck dran gesetzt. Und hab dann hier mit so massiven Winkeln, extra massiv, unten auch drunter, könnt ihr gucken. Da. Auch massiv, sieht nur nicht so schön aus. Verlängert. Und natürlich habe ich den Antriebsstrang von ihm hier mit dem Antriebsstrang von dem da verbunden. Was ist da drin? Hier seht ihr ein 1060 Schalter, also das ist 1060 Regler. Und verbaut ist eine Dumbo Funke, Dumbo RC. Und hier drinne habe ich einen TSP 24 Kilo Lenkservo. Ich verlinke euch den aber auch mal. So. Ihr seht hier schon an der Hütte, ich zeige euch das jetzt auch unverblümt, die ist nicht perfekt. Hat den Grund, diese Hütte bleibt nicht da drauf. Die ist jetzt dafür da, damit ich ihn zeigen kann. Denn diese Farbe soll mehr oder weniger bleiben. Der Farbton soll ich wohl nochmal verändern. Ich will dafür aber eine schönere Hütte haben. Das heißt, da muss ich nochmal mich ein bisschen umgucken auf Kleinanzeigen, wenn mal Geld übrig ist. Das heißt, hier kommt noch eine neue Hütte. So, ihr seht, hier sind überall die gleichen matten Felgen drauf. Oh, ja, so, alle natürlich schön schwarz. Böse Blick. Ihr seht hier, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Gläser ein bisschen eingefärbt. Das Licht kommt natürlich so ein bisschen durch. Und ich drehe euch mal die Karre kurz. Moment. So, da seht ihr das Heck. Warum sieht das so komisch aus? Seht ihr, hey, da muss so ein Kennzeichenhalter sein und diese billige Dicky-Heck. Folgender Punkt. Da möchte ich noch, das fiel mir leider erst am Freitag ein, da ich es eigentlich auch gemacht haben wollte, eine Carson-Heckschürze dran setzen. Aber ich habe keine zum Ausschlachten momentan, wo ich die Elektronik auch rausnehme. Dann wird das auch wieder gemacht. Also hier kommt auf kurz oder lang, spätestens nächste Saison, eine Carson-Heckschürze mit den Blenden hier die so eingefärbt sind. Erstmal tut's das aber auch. Ja? Und ja, was soll ich noch sagen? Guckt euch das an. Weil der Lack, der glänzt, der ist jetzt, den habe ich heute Nacht erst fertiggestellt. Eigentlich sehr uncool, den zusammenzubauen, aber ich wollte ihn nur so präsentieren und diese Hütte, wie gesagt,
Das wird so eine Ersatzhütte werden, nur die wird langfristig nicht bleiben. Wobei ich hier die schwarzen Anbauteile hier natürlich alle übernehmen werde. Ich werde nur die Hütte an sich tauschen. Ja, kommen wir zum Antriebsstrang. So, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem Antriebsstrang. Habe ich das schon? Ich habe gesagt, das ist ein Dicky und das ist ein Carson Hack, oder? Also wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass das hier ein Allrad ist. Sie sehr selbst Allrad. Ja? So, ich kann es euch kurz zeigen. So, ihr habt es vielleicht gerade gemerkt, das hier hat eine andere Drehzahl wie die zwei hier. Liegt daran, dass das hier nochmal eine, ich weiß nicht, die haben ja so viele Generationen da drin. Ich weiß nicht, wo genau der Unterschied ist, aber der hat eine minimal andere Drehzahl. Beim Fahren merkt man das aber nicht. Ich habe schon zwei Runden im Block gedreht mit dem Ding. Also Fahren tut er ganz normal. Und der ist auch der einzige Sperre. Seht hier. Ihr seht es nicht, aber ihr hört es. Ein bisschen Schwergänge ist gesperrt. Die hier sind beide offene Diffs. Hat den Grund, ich wollte, dass er nicht einen Lenkeinschlag einbüßt. Weil normalerweise hast du ja Problem, wenn du hier eine Sperre drin hast, dass der Lenkeinschlag weniger wird. Problem habe ich nicht. Brauche ich auf dem Parcours aber auch nicht. Ist ja ein reines LKW-Parcoursfahrzeug. Ja. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zum Konzept dieses Fahrzeugs. Denn, oh, einen Moment. Ihr seht, ich habe das Ding runtergenommen. Die Konzeptidee ist folgende. Ich möchte, ihr seht, ich schwitze. Boah, scheiße, ich werd hier voll mit Licht bestrahlt. Hey, die Witziger. Die Idee ist folgende. Machen wir kurz so. Machen wir den mal kurz runter von seinen Böcken. Einen Moment, ich brauche kurz auf Pause. Ja, ihr seht hier so meine Wand. Total bläh. Ich wohne schon ein paar Jahre hier, egal. Das Konzept ist folgendes. Ja, das ist, soll ein Wechselaufbau sein. Das heißt, theoretisch kann man den Aufbau hier drauf tun. Ja, geht doch mit einer Hand. Wechselaufbau. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ich möchte einen anderen Aufbau fahren, nehme ich den runter, setze einen anderen Aufbau drauf, den ich noch bauen möchte. Im Winter fange ich auch den nächsten Aufbau dafür an. So, beziehungsweise zur Funzelparty wird er auch nochmal verändert. Ich verrate aber noch nicht was und ich glaube, ich werde auch ein Video darüber, diesen Bauvideo wieder machen, weil mein Schreibtisch demnächst und meine Bauecke wieder anwesend ist. Tab. Weil ich möchte wieder schrauben mit euch. Gut. So, wer es mehr sehen möchte, interessierter ist, Abo, Glocke da lassen, Like da lassen, wäre auch cool. Denn ich werde auch noch ein separates Fahrvideo machen. Das verrate ich euch, spoilere euch das. Ich werde auch beim MTC ein separates Fahrvideo zu ihm machen, unabhängig vom Fahrtag-Video. So, dann werden wir Bauvideos zu ihm hier machen. Denn er hier soll wirklich mal auch ein Parcoursfahrzeug werden, was eingesetzt wird, aber aktiv. Und ihr wisst, ich bin am Führerschein dran, dann wird er auch aktiv fahren, weil ich möchte mehr fahren wieder. So, oder jetzt endlich mal. So, ihr wisst, die Saison endet bald, aber nächste Saison hauen wir rein. Und die nächsten Projekte stehen schon in den Startlöchern. Zudem fange ich hier jetzt eine Zusammenarbeit an. Ich fange mit dem Fahrzeug an, das geht mit einem anderen Fahrzeug weiter. Und je nachdem, wie das Ganze läuft, wird es noch ein Fahrzeug geben in der Zusammenarbeit. Dementsprechend seid gespannt. Lasst ein Like und einen Kommentar und ein Abo. Alles da. Ich möchte mal eure Meinung wissen. Eure Meinung zum Thema, was wollt ihr für einen Aufbau drauf sehen? Also was für Ideen habt ihr? Ich habe natürlich auch Ideen, aber ich zeige euch auch gerne. Der ist halt nicht perfekt, weil der ist jetzt zum Vorführen erstmal okay. Mal zeigen, dass man ein 6x6 gebaut hat. Wird aber nicht das Ende der Ziel, das wird nicht die Zielgerade sein, also da wird auch ein schönerer Aufbau drauf kommen. Ist jetzt halt so Prototypenstatus. Deswegen hat er auch kein Kennzeichen von mir bekommen. So, genauso wie die Frontschürze, da überlege ich auch,
ob ich da nicht eine Originale wieder draufsetze. Dann fehlt aber wiederum die Seilwinde. Das ist das Problem an der Geschichte. Ja, so Kleinigkeiten, Leute. Egal. Gut. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich habe hier viel zu viel gelabert, egal. Also, ihr wollt sehen, verfolgt den Kanal. Ich freue mich auf euch und ich freue mich, ihn morgen endlich präsentieren zu können. Und es schlummert da oben noch ganz viel mehr Ideen. Ihr hört, ihr seht, es kommt noch was. Nächstes Jahr wird wieder lustig. Also, ich werde definitiv nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Unimog machen. Bisschen, aber es ist ein bisschen. Von den Ideen her habe ich noch 3 Jahre Ideen. Aber kein Geld. Egal. Haut rein, Leute. Viel Spaß. Wir hören uns. Ciao, ciao.